Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meinen Lesemonat vom Dezember für euch und ich muss sagen, der Dezember war mein schlechtester Lesemonat, also von der Anzahl der Bücher her. Ich fand das jetzt aber nicht so schlimm, ich hatte ja mein Goodreads-Ziel, die 100 Bücher ja sowieso schon erreicht. Ich finde, der Dezember ist immer irgendwie so ein stressiger Monat, wo man noch irgendwie zu nichts kommt gefühlt und da finde ich 6 Bücher, die ich gelesen habe, doch schon noch richtig gut. Der Vorteil ist auch, dass dieser Lesemonat dadurch vielleicht mal nicht allzu lang wird und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit dem ersten Buch, was ich im Dezember gelesen habe und zwar war das dieses Buch hier, Das göttliche Mädchen von Amy Carter. Ich habe dieses Buch gerade an der Arbeitskollegin ausgeborgt, deswegen habe ich es nicht da, deswegen blende ich es euch an dieser Stelle mal mit ein. Das göttliche Mädchen hatte ich netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Ich muss sagen, das göttliche Mädchen war ein Buch, was mir schon gut gefallen hat, was mich aber auch sehr, sehr verwirrt hat streckenweise. Gerade am Anfang, mittendrin und am Ende dachte ich einfach nur so, hä? Okay, es ist irgendwie sehr verwirrend und ich hatte bei dem Buch auch irgendwie streckenweise immer das Gefühl, es fehlt irgendwie was. Ich komme aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Kate und Kate muss an ihrem 18. Geburtstag mit ihrer Mutter in die Kleinstadt Eden ziehen, denn ihre Mutter ist todsterbenskrank und wird sterben und ihr letzter Wunsch ist es halt, in ihrer Heimatstadt Eden zu sterben. Und ja, so zieht Kate mit ihrer Mutter dorthin und sie muss jetzt natürlich auch im letzten Schuljahr noch die Schule wechseln. Das ist natürlich alles doof und nicht so toll und ja, Kate finde die ganze Situation irgendwie nicht so cool und ja, fügt sich aber dann natürlich den Wünschen ihrer Mutter, denn was will man machen, die Frau ist todsterbenskrank. Kate lernt dann auch an der Schule dann gleich dort neue Leute kennen und trifft dann später auf Henry. Und Henry hat eine ganz, ganz besondere Ausstrahlung an sich und sie merkt sofort, dass mit ihm irgendwas anders ist. Und als er ihr offenbart, wer er ist, kann Kate das Ganze erstmal nicht glauben. Und Henry bietet ihr einen Deal an. Er wird ihre Mutter heilen, wenn sie sein Wintermädchen wird und 12 Prüfungen besteht. Ich glaube, es waren 12. Und ja, Kate lässt sich dann natürlich auf den Handel ein. Und ob Kate diese Prüfungen besteht und ihre Mutter retten kann, das ist es, worum es im ersten Teil von Das göttliche Mädchen geht. Ich kann zum göttlichen Mädchen nur sagen, wie gesagt, dass mir das Buch im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Ich fand das Buch streckenweise einfach nur verwirrend. Gerade am Anfang hatte ich echt das Gefühl, da fehlen einfach mal 50 Seiten, so was die Entwicklung der Charaktere betraf. Denn Kate lernt dann dort jemanden kennen und freundet sich mit diesen Personen auch an und dann auf einmal sind sie Best Friends, obwohl sie sich aus 2 Tagen kennen und das war einfach ein bisschen unglaubwürdig alles. Und das, so war das dann halt auch im weiteren Verlauf in der Geschichte bei 2, 3 anderen Sachen, wo ich einfach nur dachte, hier habe ich einfach das Gefühl, es fehlt was. Und ja, dann gab es halt noch so 2, 3 Stellen, die einfach verwirrend waren, wo ich einfach nur dachte so, hä? Was soll das jetzt? Ich verstehe das gerade nicht. Das war halt das, was so die Geschichte für mich ein bisschen zerstört hat. Das fand ich ein bisschen schade. Es sind aber in dem Buch noch 2 Kurzgeschichten drin, die einmal die Vorgeschichte ist für das göttliche Mädchen und einmal noch eine Geschichte, die direkt an den ersten Teil anknüpft. Und ich muss sagen, diese beiden Kurzgeschichten haben mir doch Hoffnung gegeben, denn ich fand, man hat schon eine gewisse Entwicklung gemerkt in der ganzen Art und Weise, wie die Geschichten erzählt worden sind im Vergleich jetzt zu dem ersten Teil. Denn die Kurzgeschichten haben mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Die mochte ich auch. Ich fand die auch nicht verwirrend oder irgendwie unlogisch oder irgendwas, so wie es mir bei dem Buch teilweise ging. Deswegen will ich den zweiten Teil von Das göttliche Mädchen auf jeden Fall mitlesen, wenn er dann rauskommt. Aber wie gesagt, der erste Teil war schon ein bisschen verwirrend und ein bisschen unlogisch auch streckenweise. Was die Charaktere betraf und alles drum und dran, hat mir das Buch auch sehr, sehr gut gefallen. Auch gerade zum Ende hin, wo dann die Auflösung kam, was die Charaktere betraf, dachte ich so, what? Okay, die haben mich verarscht, die haben mich dran gekriegt. Und ja, das fand ich richtig gut. Ansonsten, dieser Charakteranblick und sowas war auch soweit okay. War jetzt nicht das Weltbeste, aber es war okay. Setting war auch okay und der Schreibstil, wie gesagt, war auch teilweise ein bisschen verwirrend, weil einfach ich das Gefühl hatte, da fehlte irgendwas zwischendrin. Aber es war auch okay im Großen und Ganzen. Ich muss sagen, Das göttliche Mädchen war okay, war aber jetzt kein Buch, was extrem gut war. Also das jetzt nicht. Also es ist jetzt kein Buch, wo ich sage, ihr müsst es unbedingt lesen. Aber jeder, der Göttergeschichten gerne mag, sollte sich das Buch auf jeden Fall mal mit angucken. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Machen wir weiter mit den Büchern, die ich auch zu Hause habe. Und zwar habe ich noch gelesen Tempting Love, Spiel nicht mit dem Bodyguard. Ich fand das Buch richtig, richtig toll. Es ist der dritte und letzte Teil der Gamble Brothers Reihe. Und es ist definitiv für mich auch der beste Teil, denn ich finde, man merkt halt schon die Entwicklung, die Jennifer Armentrout hier gemacht hat in diesen 3 Büchern. Und ja, in Tempting Love, Spiel nicht mit dem Bodyguard, geht es um Alana Gore. Und Alana hat ein Problem. Sie kriegt immer Drohbriefe und hat jetzt natürlich auch Angst, weil das irgendwie immer schlimmer wird und immer häufiger. Und engagiert dann Chandler Gamble,
sie zu beschützen und daher irgendwie herauszukriegen, was da los ist. Und Chandler und Alana, zwischen den beiden gibt es natürlich wieder diese gewisse Anziehung, was das Ganze natürlich etwas verkompliziert. Und die beiden sind aber ziemlich sture Charaktere und die schenken sich da halt auch nichts. Und dadurch kommt es zu vielen witzigen, wenn auch gleich fremdschämigen Situationen. Gerade am Anfang dachte ich nur so, oh mein Gott, hat die nicht gemacht. Hat sie nicht gemacht. Und ich denke mir so, doch, hat sie gemacht. Und das war so lustig. Ich fand den dritten Teil von Tempting Love wirklich einfach sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe es sehr gemocht. Und ja, jeder, der gerne erotische Geschichten liest, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall mal mit angucken. Ich mochte es sehr und kann es euch, was das betrifft, nur empfehlen. Tolle Handlung, tolle Charaktere, tolles Setting. Und zum Schreibstil von Jennifer Armentrout brauche ich, glaube ich, auch nichts mehr sagen. Einfach toll. Dann habe ich im Dezember noch Berühre mich nicht von Laura Kneidel gelesen. Ich hatte in meinem Video dazu ja auch gesagt, dass ich den Hype um dieses Buch nicht zu 100% verstehen kann. Ich fand das Buch wirklich richtig gut. Ich mochte die Geschichte, ich mochte die Charaktere, ich mochte die Schreibstil, ich fand das Setting toll. Aber ich fand, es war schon ein normales New Adult Buch von der ganzen Erzählung her, wie es auch 100 andere New Adult Geschichten gab. Also es war jetzt für mich kein Buch, was sich extrem aus der Masse abhebt. Es war, wie gesagt, eine gute Geschichte. Sie hat mich sehr gut unterhalten. Ich mochte es auch sehr. Aber ich verstehe den Hype um dieses Buch einfach nicht. Ich finde, ein Bianca Iosiboni Buch ist genauso gut, genauso wie die Wait For You Reihe von Jennifer Armentrout, die genauso gut ist, wenn nicht sogar besser. Und ja, ich kann diesen monströsen Hype, der um dieses Buch gemacht wurde, nicht verstehen. Ich frage mich manchmal, was so Auslöser sind, dass ein Buch so gehypt wird. Das war, also, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist Berühre mich nicht eine gute, solide Adult-Geschichte. Ich mochte das Buch. Es ist jetzt aber definitiv kein Buch, wo ich sage, es ist monströs gut. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nein, da fand ich der letzte erste Blick von Bianca Iosiboni besser. Oder auch die Again-Reihe von Mona Kasten, Trust Again und Feel Again, fand ich da um einiges besser, wie Berühre mich nicht. Aber so ist das halt, ne? Manche Bücher lösen den Hype aus und man versteht es manchmal einfach nicht, weil es halt vielleicht einfach nicht der persönliche Geschmack ist. Ich glaube auch, bei mir lag es daran, dass Berühre mich nicht für mich so seine Längen hatte. Die Geschichte wird sehr, sehr langsam erzählt und die Geschichte, was in der Geschichte passiert, das baut sich sehr, sehr langsam auf. Also die Spannung kommt sehr, sehr langsam in Schwung und ja, es hatte so seine Längen für mich und ich glaube, deswegen fand ich das Buch auch jetzt nicht so monströs gut wie alle anderen, weil ich halt ein Mensch bin. Ich mag, wenn die Handlung schnelle Turns hat und schnelle Plot-Twists und wenn da halt immer wieder Spannung aufgebaut wird und ja, das war halt in dem Buch für mich einfach nicht gegeben, aber ansonsten, wie gesagt, die Handlung war richtig gut, die Charaktere waren super, das Setting war so ein typisches College-Setting auch wieder und der Schreibstil von Laura Kneidel hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich werde den zweiten Teil auch auf jeden Fall lesen, aber für mich ist es halt eine ganz normale, typische New-Adult-Geschichte, wie ich sie halt auch schon 20, 30, 40 Mal in anderen Büchern gelesen habe und ich muss sagen, gerade das Ende hat mich hier schon enttäuscht. Also es ist ein Cliffhanger natürlich am Ende. Wie sollte es auch anders sein? Aber diese Situation, dieser Cliffhanger, diese Situation, den gab es auch schon in Wait For You. Den gab es auch schon in Der letzte erste Blick. Den gab es schon in keine Ahnung wie vielen anderen Büchern, die ich im Vorfeld gelesen habe. Und das fand ich irgendwie ein bisschen für mich jetzt enttäuschend. Gerade weil hier um dieses Buch so ein mega Hype gemacht wurde. Und ja, ich glaube, ich habe dafür einfach schon zu viele New Adult Bücher gelesen, dass ich diesen Hype verstehen könnte. Aber es ist eine gute, solide Geschichte, ich kann sie euch nur empfehlen. Ich mochte es sehr und werde den zweiten Teil auch auf jeden Fall mitlesen. Dann im Dezember habe ich auch endlich mal noch den Zwischenteil zur Gestaltmantlerreihe gelesen, Wilde Umarmung. Bei Wilde Umarmungen sind 4 Kurzgeschichten drin zu 4 Personen, die man so aus der ersten Staffel kennt, die so am Rande mit einer Rolle gespielt haben. Und ja, hier bekommen diese 4 Charaktere quasi noch ihre eigenen kleinen Geschichten. Und das fand ich sehr, sehr gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Kurzgeschichten. Ich fand, das Buch hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Für Leute, die Gestaltmantelreihe gelesen haben und die Gestaltmantelreihe lieben, den würde ich empfehlen. Lest Wilde Umarmung auf jeden Fall. Es gehört so für mich da dazu, einfach um das Ganze nochmal zu komplementieren. Ich fand die 4 Geschichten gut. Sie haben mich sehr, sehr gut unterhalten. Aber alle, die die Gestaltmantelreihe nicht kennen, sollten dieses Buch auch nicht lesen, weil ich denke, für die Leute
ist es eher verwirrend als alles andere. Weil man bekommt hier nicht nochmal eine Erklärung zu der Gestaltenwandlerreihe, wie es bei der richtigen Reihe ist, sondern man wird einfach in die Geschichten hineingeworfen. Und ich denke, wer diese Welt nicht kennt mit den Gestaltenwandlern, mit den Medialen und den Menschen und auch die Geschichte nicht weiß, wie sich das alles verhält und wie das alles zueinander gehört, für den könnte das schon sehr verwirrend sein. Deswegen würde ich sagen, alle, die die Gestaltenwandlerreihe kennen und lieben, lest dieses Buch und alle anderen, lasst die Finger weg und guckt euch lieber erstmal die Gestaltenwandlerreihe an, denn sonst bringt das alles nichts. Aber es waren viel, viel tolle Kurzgeschichten. Die Charaktere waren toll, der Schreibstil war wieder super. Und die Settings bei den 4 Kurzgeschichten habe ich auch sehr, sehr gemocht. Also die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Es waren 4 komplett unterschiedliche Orte, an denen die Geschichten gespielt haben. Und das fand ich richtig gut. Und ja, es waren super süße Geschichten. Und ich kann sie euch nur empfehlen und ans Herz legen. Und ja, es war ein tolles Buch. Und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Denn wie gesagt, es sind 4 Kurzgeschichten da drin. Und ich will jetzt nicht zu jeder dieser Kurzgeschichten, die ja eh schon nur 100 Seiten sind, auch noch was sagen. Deswegen lassen wir das an dieser Stelle. Zumal die Leute, die die Gestaltenwandlerreihe nicht kennen, damit ihr nichts anfangen könnt. Deswegen lassen wir es. So, 2 Bücher haben wir noch. Dann habe ich im Dezember noch gelesen Glanz der Dämmerung von Jennifer Armentrout. Das ist der 3. Teil der Götterleuchtenreihe. Und ich habe mich so auf dieses Buch gefreut. Ne? Ich fand nach dem Ende vom 2. Teil dieser fiese Ultra, also dieser mega fiese Cliffhanger. Ich habe nur gedacht, what the f... Oh mein Gott. Und ja, ich muss sagen, von der Spannung her war dieses Buch nicht so meins. Es war hier so in diesem Buch, dass von der Geschichte ja nicht so ultra viel passiert ist. Also es ist schon einiges passiert. Es sind auch einige Sachen so passiert, wo du denkst so, oh krass, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber es war halt einfach nicht so wie im 2. Teil, dass einfach alles so Schlag auf Schlag passiert ist, sondern es war in diesem Buch auch, dass alles ein bisschen langsamer vonstatten ging, aber dafür hat man in diesem Teil alles erklärt bekommen. Also alle Fragen, die man so am Ende vom 2. Teil hatte, die sind in diesem Buch aufgegriffen worden und die erklärt wurden. Also du weißt jetzt wirklich komplett die Hintergründe, du kannst das alles nachvollziehen, du kannst das alles verstehen, du kannst die Entwicklung, die Seth in diesem Buch macht, super verstehen. Ja, das fand ich richtig gut. Also es ist so ein Teil, wie gesagt, wo von der Handlung nicht her extrem viel passiert, sondern wo halt wirklich alles einfach mal aufgegriffen wird und erklärt wird und du auch einfach mal die ganzen Hintergründe erklärt kriegst, dass du das halt auch verstehen kannst. Und das fand ich richtig, richtig gut. Wie gesagt, es passiert ja in der Geschichte trotzdem noch einiges. Also es gibt 2 Sachen in diesem Buch, wo ich mir nur so dachte, what the f... Alter! Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Und ja... Aber ansonsten war die Geschichte eher ruhig und ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den 4. Teil, auf das große Finale, was ja hoffentlich dieses Jahr noch erscheint. Also Jennifer Armentrout hat in ihrem Interview gesagt, dass der 4. Teil in Amerika im Sommer veröffentlicht werden soll, also so Juli. Und dann hoffe ich, dass der HarperCollins Verlag hier in Deutschland den 4. Teil auch noch kauft und dann auch ganz, ganz schnell übersetzt und noch rausbringt, dass ich das Ende lesen kann. Denn wie gesagt, dieses Ende hier war auch wieder so, oh krass, ich bin so, so, so gespannt. Ich kann hier zum Inhalt nicht viel sagen, weil ich euch sonst komplett spoilern würde. Wenn ihr mehr zur Götterleuchtenreihe im Allgemeinen hören wollt, dann schaut in meinem Video vorbei, was ich hierzu gemacht habe. Da erkläre ich so ein bisschen was auch nochmal zum 1. und 2. Teil. Und ansonsten kann ich nur sagen, wieder tolle Handlung, tolle Charaktere, tolles Setting, ein wahnsinnig toller Schreibstil. Und ich liebe Seth immer noch so unglaublich als Charakter, denn er ist einfach mal der Bad Boy. Und er ist nicht der Bad Boy, der sich irgendwann zum Weichkeks entwickelt und gut wird, wie man es ja in manch anderen Geschichten einfach mal hat, sondern nein, er ist ein Arschloch und er bleibt ein Arschloch und er setzt seine Prioritäten und das finde ich so, so cool, dass er sich da auch einfach selbst treu bleibt und das mag ich an ihm so und ja, Josie passt da perfekt zu ihm als Gegenpart und es ist so toll, ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. Kann ich die Reihe definitiv nur empfehlen, wenn ihr gerne Göttergeschichten lest. Schaut euch Glanz der Dämmerung auf jeden Fall auch mit an, aber ihr müsst hier definitiv die ersten beiden Teile lesen, sonst bringt euch das Buch nichts, das ist sonst doof. Damit wären wir dann auch schon beim letzten Buch für den Lesemonat im Dezember. Und zwar habe ich im Dezember noch gelesen Constellation gegen alle Sterne von Claudia Gray. Ich habe dieses Buch dann, wie gesagt, netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen und habe es dann gelesen. Und es war wirklich eine richtig gute Geschichte. Ich hatte in meiner Rezi dazu gesagt, dass mir hier so das gewisse Etwas gefehlt hat, dass es wirklich eine perfekte Geschichte war. Ich kann nicht sagen, was dieses gewisse Etwas war. Also irgendwie... Irgendwas hat einfach gefehlt, um diese Geschichte komplett für mich
so 1000%ig rund zu machen. Aber es war eine ganz, ganz tolle Geschichte. In diesem Buch geht es um Noemi. Und Noemi ist vom Planeten Genesis. Genesis war einst eine Kolonie der Erde, hat sich dann aber von der Erde losgesagt, weil Genesis Angst hatte, dass die Bevölkerung der Erde, wenn sie dann alle quasi irgendwann nach Genesis übergesiedelt sind, ihre Fehler wiederholt und den Planeten genauso tötet, wie sie es mit der Erde gemacht haben. Das ist nämlich das große Problem, worum es in diesem Buch geht. Die Erde ist quasi kurz davor, komplett zu sterben. Und die Menschen müssen irgendwo hin und deswegen hatte die Erde angefangen, andere Planeten zu erforschen, um zu gucken, welche besiedelt werden können und hatte dann Genesis gefunden. Und Genesis ist ein perfekter Planet. Er ist quasi wie die Erde, nur die Schwerkraft ist irgendwie ein bisschen anders. Und Genesis, aber die ersten Bewohner von Genesis haben sich dann halt geweigert, weitere Bewohner aufzunehmen und haben einen Krieg mit der Erde begonnen. Und dieser Krieg ist jetzt seit 30 Jahren pausiert. Es ist quasi in den letzten 30 Jahren nicht viel passiert, aber die Erde hat jetzt wieder angefangen anzugreifen. Und Genesis muss jetzt halt versuchen, irgendwie gegen die Erde anzugehen und plant natürlich verschiedene Offensiven und sucht natürlich auch Freiwillige. Und eine dieser Freiwilligen ist Noemi. Noemi ist ein 17-jähriges Mädchen, die ihre Eltern verloren hat und alleine ist und gegen die Feinde quasi kämpfen möchte von der Erde. Und so ist es, dass wir Noemi gleich zu Beginn der Geschichte in einer Weltraumschlacht kennenlernen. Und diese Weltraumschlacht geht nicht ganz so gut für sie aus und sie muss sich auf ein fremdes Raumschiff retten. Und dieses Raumschiff ist aber nicht verlassen, so wie sie denkt, sondern beherbergt Abel. Und Abel ist etwas ganz, ganz Besonderes, denn Abel ist kein Mensch, sondern ein Roboter. Aber er ist nicht einfach nur ein ganz normaler Roboter, sondern er ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und die erste Begegnung der beiden ist nicht ganz so toll, aber Abel hat dann schlussendlich keine Wahl, außer sich Noemi unterzuordnen. Und Abel verrät Noemi das Geheimnis, wie sie ihren Planeten ein für alle Mal von der Erde befreien kann. Und so hat Noemi nun ein neues Ziel, denn durch die Informationen, die sie von Abel bekommen hat, möchte sie natürlich ihren Planeten befreien und endgültig vor der Erde retten. Und ob ihr das gelingt oder nicht, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich muss sagen, ich fand die Geschichte richtig toll. Ich fand den Verlauf der Geschichte richtig, richtig gut. Was Noemi und Abel hier erlebt haben, war ganz, ganz cool und ganz, ganz toll. Diese verschiedenen Planeten, die man auch kennengelernt hat mit den verschiedenen Völkern, also es sind ja trotz allem Menschen immer noch auf diesem Planeten, aber sie haben sich in unterschiedliche Richtungen und Gruppen entwickelt. Das fand ich ganz, ganz toll, wie die Autorin das auch beschrieben hat. Also man konnte so richtig wirklich die Unterschiede auf den einzelnen Planeten nachvollziehen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand auch die Charakterentwicklung von Noemi und Abel hier in diesem Buch mega. Ich finde die Dynamik zwischen den beiden wirklich richtig, richtig gut und wie gesagt, die Entwicklung, die beide in diesem Buch machen, ist so gut. Das ist eine Entwicklung, die wirklich ganz langsam vonstatten geht und die man dadurch auch wirklich komplett nachvollziehen kann. Also man kann verstehen, warum Noemi am Anfang so zu Abel ist und warum sie sich dann so entwickelt, wie sie sich entwickelt. Und genauso kann man das von Abel sagen. Und ja, das fand ich einfach ganz, ganz toll. Also die Charakterentwicklung für mich hat hier einen riesengroßen Pluspunkt gehabt in diesem Buch und die war einfach richtig gut. Ansonsten, die Nebencharaktere haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte auch den Schreibstil von Claudia Gray. Ich habe ja von der Autorin vorher noch nichts gelesen. Und ich mochte den Schreibstil von Claudia Gray. Es ist ein schöner, leichter Jugendbuchschreibstil. Und auch das Setting hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist ja, wie gesagt, ein Science-Fiction Setting mit verschiedenen Planeten und Völkern und Gruppen und ja, Weltraumschlachten und das ist voll so meins und das fand ich richtig gut und jeder, der gerne Science-Fiction-Geschichten mal liest, sollte sich Constellation gegen alle Sterne auf jeden Fall mal mit an. Und das war auch schon mein Lesemonat vom Dezember. Wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.